Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch, wie wir kneten. Ja, das ist ein Knet- und Spielset, so ein Burger-Set. Das ist von Ernstings Family. Ihr seht auch noch den Preis von 5,99 auf 4,49. Und weil ich das am Family-Tag gekauft habe, habe ich da jetzt 2,25 Euro für bezahlt. Wir haben das hier schon mal rausgeholt und im ersten Moment bin ich etwas enttäuscht. Weil ich habe gedacht, guck mal, ihr seht hier braune Champignons zum Beispiel oder lila Zwiebeln. Ja, aber alles brauchen wir auch noch. Ja, aber alles, was wir haben, ist gelb, grün, rot. Weißt du, was wir auch noch brauchen? Na? Die Farbe. Ja, die ist so gemischt, ne? Orange irgendwie. Wir haben hier auf jeden Fall Schablonen. Damit kann man, glaube ich, Salatblätter machen und Tomaten. Das ist wohl fürs Burger-Patty. Das könnten Zwiebeln sein. Und hier haben wir noch dieses Burger-Teil. Ja, wir brauchen noch lila hierfür. Lila braucht ihr auch noch? Ja. Für die Zwiebeln. Ich habe hier lila. Also das sieht ja aus, aber... Lila Glitzer. Ja, lila Glitzer. Also wir brauchen mehr Braun, um dann Brötchen-Oberteil hinzukriegen. Echt? Mit. Ja, wenn ich das hier nämlich hier rein tue, um da ein vernünftiges Brötchen... Oh, guck dir das mal an, wie... Oh, Papa hat gleich kaputt gemacht. Ja, genau. Naja, aber vielleicht geht's trotzdem noch. Aber hier ist lila. Für eine Zwiebel wird das ja wohl lang. Und ich tue nochmal noch braun. So, jetzt haben wir hier einmal schon mal... Ja, das sieht wenigstens mal nach einem Brötchen. Raus. Ein Brötchen-Oberteil. Oh, Glitzerlila. Das sollte Patty wahrscheinlich sein. Oder ist das das Brotunterteil? Oh, sieht gar keiner. Papa macht Salat. Das ist ein Brötchen-Oberteil. Oh ja, tatsächlich. Wo ist mein... Hier, das sieht aus wie ein Stück Fleisch. Das? Ja. Nein, das ist ja Tomate, oder nicht? Nee, guck mal, das ist ein Salatblatt. Schön. Jetzt machen wir mal eine Tomate. Tomate ist hier irgendwo. Das ist Tomate. Ah, wir haben sogar braune Knete. Ja, das ist die gute von Aldi. Aldi oder von, Lidl, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das ein Mehrfachpack. Den haben wir mehrfach gekauft, weil die schön soft ist. Warte mal. Guck, und das sieht aus, wirklich aus wie ein Stück Tomate. Oh, Zwiebel. Zwiebel war lila. So, und dann nimmt man ein bisschen Knete. Und ditch darauf. Und dann kommt das nicht raus. Warte mal. Da ist er. Ich habe einen Champignon. Ich habe eine lustige. Ich habe einen krüppeligen Champignon. So, jetzt haben wir jetzt schon mal aus den Formen, die wir haben, Sachen gemacht. Da ist ein Champignon. Miau! Guck mal hier, was Papa hat. Papa kriegt es ja auch nicht besser hin. Aber Papa hat hier Shrimps. Oder was das sein sollen. So, und dann nimmst du dir den dicken Klumpen. Und dann muss man ihn bloß abfingen. Ganz vorsichtig abfummeln. Und dann hast du einen kleinen grünen Champignon. Aber Papa, seine Garnelen sehen ja gruselig aus. Das sind Gruselgarnelen. Also Papa hat hier auch ein Unterbrötchen gemacht. Aber gut, dass ich nicht mehr... Ich habe 2,25 Euro. Ja, mehr ist das auch nicht wert. Nee, das ist ein bisschen schade, ne? Die einzigen guten, die wirklich sind, sind die hier. Ja. Diese Form hier. Obwohl hier die Champignons klappt auch. Die Champignons sind auch. Und was haben wir dann noch? Brokkoli? Oh ja, Brokkoli. Hier. Ihr müsst noch... Mit grün. Oh, klasse. Hier. Da ist Hanna ihr Hähnchenschenkel oder... Garnele. Was das ist, Garnele. Eine Käsescheibe brauchen wir noch. Käse ist mit Löchern. Okay, dann bau du mal einen zusammen. Wir haben ja hier ein paar Sachen. Und eine Scheibe Salat? Oder zwei Scheiben Salat? Zwei immer. Ja, hier. Wir hatten noch einen Salat. Wir haben nur zwei Blatt. Naja, was kommt dann drauf? Dann gehört Käse drauf. Der soll mit Liebe?
Oh. Oh, schön. Oh. Ein halber. Naja, ist doch nicht weiter wild. Das macht nichts. Tust du den Käse drauf? Da gehören auch Löcher. Ja, du hast recht. An deinen Käse gehören Löcher. Der dazu gehört. Ja. Und dann... Was gehört dann drauf? Erstmal der Käse jetzt. Bist du beim Käse? So. Käse drauf? Ja. Gut, dann kommt das Fleisch. Ja. Das hüpft erst. Das hüpft? Das wollte nicht. Was willst du dann drauf haben? Mhm. Wir haben hier noch eine Scheibe Käse. Wir haben Zwiebeln. Wir haben Pilze. Und mein Brokkoli. Noch eine Garnele. Eine Garnele, Brokkoli ist wieder weg. Wo ist der Brokkoli hin? Weiß ich nicht. Hat da einer wieder... Nicht so schlimm, gibt's halt kein Brokkoli. Nee, gibt's kein Brokkoli. Dafür hast du Champignon und eine Garnele und Tomate. Brokkoli. Und, nee. Und Zwiebel. Dann komm her, ich mach dir schnell... Du hast einen Brokkoli in der Hand? Nee, ein Champignon. Nee, ein Champignon hat sie in der Hand. Ich mach dir einen Brokkoli, okay? Und du musst inzwischen was anderes drauf tun. Zwei Champignons? Ja, Champignons kommen da oben. So, was kommt dann noch drauf? Garnele? Ja, das ist Garnele. Nee, da unten hier ist... Hier hast du einen Brokkoli von mir. Ein Brokkoli, Königreich für ein Brokkoli. Brokkoli kommt da drüber. Hier auch da drunter. Okay, und die Garnele? Garnele? Hast die du liegt da daneben noch, das rote kleine ist eine Garnele. Garnele kommt auch nach unten. Okay, und was haben wir noch? Wir haben noch eine Scheibe Käse. Eine Zwiebel. Eine Zwiebel und eine Tomate. Und noch einen roten Brokkoli. Der wollte auch noch mit. Ja, der gehört mit oben hin. Und der passt noch hier. Weil der gehört... Oh, das ist aber ein Riesenburger, du. Mhm. Die Zwiebel muss unbedingt noch mit drauf. Ja, und Tomate auch. Und Käse nochmal. Oh, ein ein Doppelkäse, Tomate... Und ganz oben. Hanna! Oh, 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 oh. Und jetzt? Warte, so, jetzt. Und jetzt. Zeig ihn mal. Zeig ihn mal. Guten Appetit! Bandit! Den kriegst du gar nicht im Mund. Oh, nicht im Mund. Oh, oh, oh! Ich möchte ein Marmeladensandwich. Das kannst du damit bestimmt auch machen. Nur Rot brauche ich dafür. Okay. Also man kriegt einen Burger hin, aber es fehlen definitiv ein paar Farben. Das ist ein bisschen schade. Ich möchte nur lila. Gerade wenn es sich um einen Burger, um einen braunen Burger handelt. Finde ich, dann hätte Braun da gut mit reingekommen. Was? Stimmt, ja. Da hätten sie das Geld lieber weglassen sollen. Noch schnell ein Salatblatt. Genau, Hanna macht sich jetzt noch ein Sandwich und wir sagen vorher schon mal... Tschüss! Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Jetzt mache ich noch eine Scheibe.